10 Volt, 18 Volt oder vielleicht doch lieber 40? Hallo! Letztens habe ich eine ganz wunderbare Frage bekommen. Jonas, warum schraubst du denn alles immer mit einem 18 Volt Akkuschrauber und nicht mit einem 10 Volt Akkuschrauber fest? Da war ich erstmal irritiert, weil ich dachte, ey Brudi, ich nehme doch immer den 40 Volt Akkuschrauber, um was festzuschrauben. Und das führt mich zu einer Frage, die ihr schon ganz oft gestellt habt. Was ist der richtige Freundschaftsversprecher. Was ist der richtige Akkuschrauber? Oder andersrum gefragt, warum immer diese scheiß Schlagschrauber? Genau das will ich euch heute mal erklären. Ich sag's schon mal einmal vorweg. Wir haben jetzt hier 4 Akkuschrauber. Einmal diesen kleinen von Festool, der im Prinzip für, ja, ich sag mal sowas wie kleine Rückwandschrauben und sowas aus meiner Sicht ist. Dann haben wir hier einen relativ großen und sehr, sehr starken Akkuschrauber von Festool. Wichtig ist sozusagen ein bisschen zwischen diesen beiden zu unterscheiden. Ein kleiner und ein großer Akkuschrauber. Und dann kommt das, was ich schon sagte, Schlagschrauber. Das gucken wir uns auch an, weil, Spoiler, ich bin ein mega Fan davon und ich werde euch heute auch sagen, warum. Wenn ihr das sozusagen ausklammern wollen würdet, dann ist die Frage aus dem Kommentar, warum soll ich einen großen Akkuschrauber nehmen, wenn ich doch auch einen kleinen nehmen kann? Und genau das gucken wir uns jetzt an mit einem ganz, ganz einfachen Beispiel. Denn eine Sache ist klar, ein Loch bohren kann ich mit allen von denen. Mit dem hier auch, mit einem 30er Forstner Bohrer? Kurz vor Ende gibt er auf. Sekunde. Von der anderen Seite. Das geht. Und um jetzt zu zeigen, dass wir nicht cheaten, gleiche Aufnahme, gleicher Bohrer, großer Akkuschrauber. Zack. Wir sehen, mit einem scharfen Bohrer können das beide. Aber es gibt natürlich einen ganz, ganz gravierenden Unterschied. Mit dem einen hat es ziemlich lange gedauert und war nicht so richtig spaßig. Man hat auch gemerkt, der Akkuschrauber hatte einfach keinen Bock drauf. Das war dem Kleinen einfach zu viel. Und am Ende hat man auch gesehen, sobald das so ein ganz bisschen kurz vorm Durchstoßen ganz, ganz bisschen klemmt, sagt er, oh, alles klar, ich bin raus. Ciao, ich habe keinen Bock. Und beim Großen ist es natürlich ganz anders. Der hat so viel Power, der donnert da einfach durch. Da gibt es nur ein Problem, zu dem wir gleich noch kommen. Also wir sehen, beide können beides. Jetzt aber zum nächsten Test. Wir wollen ja mit einem Akkuschrauber vielleicht nicht nur bohren, wir wollen ja vielleicht auch schrauben. Wir nehmen jetzt nicht so eine Schraube, weil das einfach mega unrealistisch ist, sondern wir nehmen eine relativ normale Schraube. Diese hier. Wie groß ist die? Können wir gucken. Oh, wenn ich was zum Messen hätte. Ne? Wir messen es einfach so. Diese Schraube ist 6 cm lang und ist 4 auf 60. Und wir nehmen jetzt diese Schraube einfach mehrmals, nehmen immer das gleiche Bit, aber unterschiedliche Akkuschrauber und schrauben das hier in so ein Stück Nusshirnholz rein und gucken einfach mal, kann das auch jeder? Moment! Dürfte ich mal eben unterbrechen? Ihr wisst, ich mache schon länger Werbung für Koro. Normalerweise snacke ich irgendwelche Süßigkeiten. Das ist sehr, sehr nice. Aber es gibt jetzt Koro Fresh. Das ist eine Obst- und Gemüsekiste von Koro. Wir bekommen die alle 2 Wochen und hatten dieses Mal mega nice Pepperonis drin. Und manchmal ist es ja auch ganz gut, nicht nur zu naschen. Also für jeden, der Koro Fresh interessant findet, ich habe da unten was in der Beschreibung, schaut da gerne mal vorbei. Oder ihr könnt natürlich auch weiter Süßigkeiten mit meinem Code bestellen. Ist nicht schlimm, Hauptsache es schmeckt, so wie die Peperoni hier. Also 4 auf 60 mit dem Kleinen.
geht. 4 auf 60 mit dem Großen. 4 geht auch, sogar gesenkt. 4 auf 60 mit dem Festool-Schlagschrauber. Geht auch. Und jetzt noch 4 auf 60 mit dem Milwaukee 40 Volt. Geht auch. Was soll dieser Test, Jonas? Verstehe ich's nicht. Alle können alles. Das stimmt. Aber wir sehen, der eine kann halt Sachen anders und vor allen Dingen besser als der andere. Was noch ein großer Unterschied ist, bei einem solchen Akkuschrauber, wenn irgendwann der Moment kommt, wo sozusagen die Schraube sich nicht mehr einfach reindrehen lässt, dann passiert das. Bong! Das kennt wahrscheinlich jeder. Es gibt zwar von Festool mittlerweile, glaube ich, einen Akkuschrauber, der einen solchen Kickback-Schutz hat. Aber wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass meiner das nicht hat, weil er es nicht hat. Und das ist tatsächlich blöd. So kann man sich relativ gut das Handgelenk brechen. Das kann bei so einem Schlagschrauber nicht passieren, weil der Schlagschrauber die Kraft übernimmt. Der macht nämlich das, was er gerade gemacht hat. Das haben wir hier beim Makita gut gehört. Er hämmert die Schraube rein, nicht mein Handgelenk. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und genau das ist der Grund, warum ich so einen Akkuschrauber nehme und warum ich tatsächlich diesen hier so gut wie nie nehme. Ja, der kann auch alles, aber halt nicht so gut wie die anderen. Mit dem hier kann ich alles machen. Super einfach und effizient Löcher bohren. Super lange Schrauben schrauben. Und Leute, man kann damit auch kleine Schrauben schrauben. Man muss ja nicht so machen. Man kann auch so machen. Es ist alles möglich. Man kann ja so einen Trigger wie das Gaspedal bedienen. Man muss nicht mal 300 fahren, man kann auch mal 30 fahren, wenn es vorgeschrieben ist. Und genau das ist das, was ich sozusagen damit sagen möchte. Wenn ihr jetzt sagt, ich hasse Schlagschrauber, dann würde ich trotzdem einen großen und starken Akkuschrauber nehmen. Einfach, weil ich weiß, alle Aufgaben, die kommen könnten, kann er gut und zu meiner, ja, zu meiner Zufriedenheit Also was ich eigentlich sagen wollte ist, sowas geht auch. Aber ich bin halt mittlerweile einfach ein Mega-Fan von Schlagschraubern. Und nicht, es geht nicht um diesen hier. Das ist das, was ich eigentlich eingangs schon mal sagen wollte, habe ich glaube ich vergessen. Es geht um die Art an sich. Ein Schlagschrauber schont in der Art, wie er ist, das Handgelenk. Und wir können damit super bohren, wir können damit super schrauben, wir können Schrauben lösen, wir können große, kleine, wir können damit alles machen. Und ich finde, das ist wieder ein sehr starkes Kriterium. Die Aufbauform ist einfach unglaublich geil. Wenn wir uns angucken, das hier ist mit Abstand der heftigste Akkuschrauber, den ich habe. Und dieser Kopf und dieser ganze Aufbau ist so klein, dass ich wirklich in ganz viele Ecken reinkomme. Wenn wir das hier vergleichen, ist das ein Riesenunterschied. Gewichtstechnisch durch den 40-Volt-Akku ist der Unterschied nicht ganz so groß, aber es ist einfach ein ultrahandliches Werkzeug. Und genau das ist der Grund, warum ich immer mit einem Schlagschrauber arbeite und warum ich, wie eingangs gesagt, nicht mit 10 Volt schraube, sondern mit 40, weil ich mit 40 alles machen kann und weiß, dass es auch immer klappt. So, ich hoffe, dass ihr jetzt eine grobe Idee habt, was und wie und warum. Und ihr könnt natürlich jetzt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, pow, mit was für einem Akkuschrauber ihr schraubt. Also, welche Marke und wie viel Volt. Das ist nämlich spannend, denn das ist ein heiß diskutiertes Thema. Das habe ich schon mal gemerkt, als ich mit jemandem darüber gesprochen habe. Also, lasst mich wissen, wie ihr das seht. Ihr wisst jetzt, warum ich es so sehe. Und das hier ist einer meiner allerersten Akkuschrauber. Aber ich habe ihn nicht wirklich so doll lieb wie die anderen. Ich bin ganz ehrlich. Also abonniert doch gerne diesen Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich mit diesem hier. Also, tschüss. Na gut, ich nehme einfach alle mit. Das ist auch in Ordnung.